Hey Leute, Rayo hier. Heute geht's ums Thema Selbstbewusstsein und wie man selbstbewusst wird, weil ich so oft von Leuten im Internet und im echten Leben und überall höre, dass ich sehr selbstbewusst bin, rüberkomme oder sehr erwachsen rüberkomme. Und viele haben mich auch schon gefragt nach Tipps dazu und demnach wollte ich ein Video dazu machen, weil das ist ein Thema, was mir sehr im Herzen liegt, weil ich selbst in meiner Vergangenheit nicht so ein krass hohes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hatte. Also klar, ich war schon immer so ein savage kleines Kind und habe schon sehr oft drauf geschissen, was andere gesagt haben. Aber ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden und wie das sich anfühlt, wenn einem das Selbstbewusstsein kaputt gemacht wird. Deswegen will ich euch heute Tipps geben, wie ihr selbstbewusst werden könnt oder wieder selbstbewusst werden könnt, weil es ist zwar ein schwerer Weg, aber es ist machbar. Mein erster Tipp ist, mit Erwachsenen reden und wenn ihr erwachsen seid, mit älteren Leuten reden. Ältere Leute, also Leute, die älter sind als ihr, können meistens eure Stärken viel besser einschätzen und euch viel mehr Mut machen. Einfach, ich denke, ihr fühlt da genauso einfach jemand, der mehr Erfahrung im Leben hat, wenn jemand in dem Bereich halt, als ihr euch dann irgendwie sowas sagt und Mut macht, dann zählt das so dann immer mehr, als wenn irgendwie eine Freundin im selben Alter euch Mut macht. Das ist irgendwie, das gibt einem irgendwie mehr Kraft. Also redet auf jeden Fall mit älteren Leuten, das hilft schon sehr viel. Also über, vor allen Dingen über dieses Thema Selbstbewusstsein, weil solche Leute haben so viel Weisheit. Also ich habe damals auch gerne mit meiner Therapeutin gerne über dieses Thema geredet, einfach weil es halt, ja, man braucht einfach irgendwo die Anerkennung von Erwachsenen, um stärker zu werden. Das ist halt irgendwie einfach so. Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, eine Liste zu schreiben mit Dingen, die ihr an euch mögt. Und ich meine jetzt nicht unbedingt äußerlich, also das könnt ihr auch machen, aber von eurem Charakter her. Es gibt einfach Dinge, die ihr anders macht als andere oder wo ihr einfach ein anderer Mensch seid als andere. Bei mir ist das zum Beispiel meine zutiefste Ehrlichkeit und Direktheit, was manche Leute vielleicht nicht mögen, aber ich liebe das an mir, dass ich einfach ein direkter Mensch bin. Und das macht mir manchmal oft Stress irgendwie und Emotionen, die ich nicht haben möchte, aber ich mag das trotzdem an mir zum Beispiel. Vielleicht ist das bei euch irgendwie, dass ihr immer nett seid zu anderen. Also nicht, okay, was heißt immer nett? Man sollte nicht ein Ja-Sager sein, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr jedem Menschen helfen wollt, wenn ihr sehr hilfsbereit seid oder wenn ihr euch einfach generell für andere einsetzt zum Beispiel. Das ist bei sehr vielen Leuten eine Sache, die ich sehr feiere und ihr sollten viele Leute auch an sich selbst feiern. Aber es gibt so viele verschiedene Sachen, die man an sich mögen kann. Also schreibt euch bitte mal alle Sachen an eurem Charakter auf, die ihr liebt an euch selbst oder mögt an euch selbst, weil es gibt so viele Charakterzüge, die euch vielleicht im Alltag überhaupt nicht so auffallen, die irgendwie voll cool sind an euch, die ihr vielleicht auch schon von anderen gehört habt. Ihr könnt auch gerne mit anderen drüber reden und die mal fragen, was für Charakterzüge die an euch mögen. Das hilft wahrscheinlich auch sehr. Also fragt euch immer eure Freunde, Familie, alle möglichen Leute, die euch kennen. Das kann einen auch sehr bestärken. Arbeitet unbedingt daran, euch den Gedanken abzutrainieren, dass die Meinung von anderen irgendwas an euch formt oder irgendwie wichtig sind. Was ich von dir denke, ist nicht wichtig. Wenn ich dich hässlich, schön, zu dick, zu dünn, wobei sowas zu dick, zu dünn sage ich eigentlich, denke ich mir eigentlich nie bei Personen, aber wenn ich, keine Ahnung, das ist, sollte dir egal sein, wenn ich dich schön finde und es sollte dir egal sein, wenn ich dich hässlich finde. Und das ist eigentlich der schwerste Punkt daran, selbstbewusst zu werden. Weil diesen Gedanken abzutrainieren, dass die Meinung anderer Leute wichtig ist, ist eine Sache, die teilweise Monate und manchmal Jahre dauert. Und das ist eine Sache, wo man halt immer weiter durchziehen muss. Und da gibt es keinen Shortcut für. Also zumindest kenne ich keinen. Ich habe da Jahre dran gearbeitet, dass ich halt mittlerweile keinen Fink mehr drauf gebe, was Leute von mir denken. Und ich verstehe, dass das eine echt schwere Sache ist, aber es wird mit der Zeit auch einfacher, weil immer weniger Leute irgendwie was gegen euch sagen. Zum Beispiel, also ich habe in der Schule so oft gehört, so, ja, dass ich irgendwie hässlich wäre oder so, ja.
Und sowas wird halt immer weniger mit der Zeit, weil Leute auch immer erwachsener werden. Ich denke auch, je älter ihr werdet, desto einfacher wird es, selbstbewusst zu sein. Aber zu diesem Punkt gehört definitiv auch, euch zu wehren, wenn jemand was Böses zu euch sagt. Denn das ist auch eine schwere Sache, aber ist definitiv einfacher als dieser monatelange Prozess. Wenn jemand zu euch sagt, dass ihr hässlich seid oder sonst irgendwas, wehrt euch. Selbst wenn es einfach nur eine schlagfertige Antwort zurück ist, sowas ist nicht okay von der anderen Person. Und davon müsst ihr euch nicht angegriffen fühlen. Und das ist schwer zu lernen, sehr schwer zu lernen. Ich werde vielleicht in der Zukunft mal ein Video drüber machen, wo ich genauer auf dieses Thema eingehe, sich diesen Gedanken abzutrainieren, weil ich jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Minuten drüber rede. Aber ja, versucht, euch sehr stark zu belesen, euch sehr stark selbst zu analysieren, was es euch dazu bringt, dass euch andere Meinungen so wichtig sind. Das ist unfassbar wichtig zu wissen, wieso glaubt ihr, dass die Meinung anderer wichtig ist. Weil akzeptiert werdet ihr immer von irgendwem. Wenn euch jemand wegen eurem Aussehen oder eurem Charakter nicht akzeptiert, ist er nicht euer Freund. Und wenn er nicht euer Freund ist, dann ist die Person nicht wichtig in eurem Leben. Und das sollte eigentlich mal zählen. Dann, passend zum letzten Punkt, analysiert, ob ihr in einem sehr toxischen Umfeld lebt, in dem sehr viel Negativität herrscht. Weil das habe ich zum Beispiel mit der Schule gehabt. Und das wird vielen von euch auch so gehen, dass es in der Schule so ist. Aber also sagt jetzt nicht so, ja, die sind alle recht negativ drauf und deswegen wechsle ich jetzt die Schule. Also schon eher so, als wenn ihr irgendwie gemobbt werdet, dann völlig nachvollziehbar, wenn ihr die Schule wechseln wollt. Aber wenn es nur Negativität ist, ihr könnt dieses Umfeld leider nicht aussortieren. Aber dafür könnt ihr zum Beispiel zu Hause das Umfeld irgendwie verbessern und euren Freundeskreis. Wenn euer Freundeskreis negativ über irgendwas Äußerliches von anderen redet, dann hilft dir das nicht in der Heilung wieder selbstbewusst werden. Wenn in deinem Freundeskreis darüber geredet wird, wie magersüchtig die aussieht und wie dick die ist und dass die ja viel zu durcheinander ist im Kopf, dann das hilft euch nicht, weil vielleicht seid ihr entweder mega dünn oder etwas dicker oder crazy eigentlich und expresst das einfach nicht so, weil ihr euch so eingeengt fühlt und weil ihr dieses Selbstbewusstsein nicht habt und das hält euch eigentlich nur noch mehr auf. Deswegen Leute, die so oberflächlich sind, definitiv auch sortieren aus eurem Leben. Es ist schwer, aber ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, von solchen Leuten euch zu entfernen, weil die sind scheiße. Tut mir leid, dafür gibt es kein anderes Wort. Fangt an, zu Hause positive Dinge zu euch zu sagen und nicht nur zu Hause, auch irgendwie im Alltag generell. Ich habe 2 Affirmationsvideos auf meinem Channel. Beschäftigt euch definitiv mal mit Affirmationen, weil wenn man sich jeden Tag sagt, ich bin hübsch oder ich bin selbstbewusst, kann, also wenn man das eine gewisse Zeit lang jeden Tag macht, dann trainiert man sein Unterbewusstsein darauf um und das hilft verdammt bei dieser Transition wieder selbstbewusster zu werden, weil das ist irgendwie so, dass wir dadurch unser Unterbewusstsein irgendwie sagen, dass es sich umprogrammieren muss und uns glauben muss, unserem normalen, also unserem aktuellen Gedanken. Ich meine, es gibt ja das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, das meine ich gerade. Also, dass das Bewusstsein dem Unterbewusstsein das halt wieder so einprügelt und einprogrammiert. Das hilft tatsächlich. Sagt euch jeden Tag oder jeden zweiten irgendwie, ich bin selbstbewusst oder ich bin schön oder ich mag mich. So, solche Sachen helfen mehr als man denkt. Egal wie affig das vielleicht rüberkommen mag, das hilft unfassbar krass. Dann eine Sache, die ich definitiv allen empfehle, die einen großen, kleinen Freundeskreis haben, aber auf jeden Fall einen Freundeskreis haben. Redet mit euren Freunden darüber, dass ihr wieder selbstbewusster werden wollt oder generell selbstbewusst werden wollt. Weil wenn das wirkliche Freunde sind, dann werden die euch dabei natürlich unterstützen. So. Also, das wäre ein bisschen doof und das wären keine Freunde, wenn sie euch nicht unterstützen würden dabei. Ihr versteht, was ich meine. Aber redet einfach drüber, was ihr daran ändern wollt, wie ihr es ändern wollt und fragt sie, wie sie euch helfen können, wollen. So, das ist immer wichtig, Leute zu fragen, ob sie einem bei sowas helfen oder zumindest einem nicht in die Quere kommen,
bei dieser Sache, weil das kann durchaus sein, dass Menschen unterbewusst Dinge sagen, die euch dann schon wieder zurückwerfen. Dann nochmal zu diesem Punkt, darauf zu scheißen, was andere denken. Fang wirklich mal an zu machen, was du willst und nicht das, was andere denken, was gut ist. Wenn du Bock hast, deine Haare kurz zu schneiden, dann schneid deine Haare kurz. Wenn du keinen Bock hast, Markenklamotten zu tragen, die gerade innen sind, dann trag keine Markenklamotten. Wenn du auf einer Schule bist, auf der man dafür gemobbt wird, dann tut mir das verdammt leid. Das habe ich nie erlebt, zum Glück. Dafür habe ich echt keinen Tipp. Also, ihr braucht keine Markenklamotten. Das wird im späteren Leben und den anderen im späteren Leben auch auffallen. Und ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon, wenn ihr dieses Video anguckt, intelligent seid, wovon ich ausgehe, weil meine Zuschauer sind sehr intelligent. Ja, tut einfach die Dinge, auf die ihr Bock habt. Wenn das nur die kleinen Dinge sind. Habt ihr Bock, was zu zeichnen? Dann zeichnet das und zeigt's auch irgendwie auf Social Media. So. Das sind so die kleinen Schritte. Ihr könnt von mir aus mit Social Media anfangen, einfach weil es einfacher ist und weiter weg von der Person. Die Person reagiert nicht direkt, während sie vor euch steht drauf zum Beispiel. Aber versucht so kleine Schritte zu gehen mit Dingen, wo ihr einfach drauf Bock habt. Wenn ihr drauf Bock habt, irgendwie euch die Nägel mal pink zu lackieren, obwohl sie jeden Tag schwarz lackiert sind, dann macht das einfach so kleine Sachen und die werden dann immer größer. Das sind zwar kleine Dinge, aber die können sehr groß werden und eine sehr große Welle losschlagen. Und dann fang an, Menschen zu finden, die dich so unterstützen. Also klar, wenn du schon den Freundeskreis hast, der dich unterstützt, ja. Das ist gut, aber versuch vielleicht noch mehr Leute zu finden, die dich dann einfach so nehmen, wie du bist. Also auch online oder außerhalb der Schule. Irgendwie. Also es ist möglich. Es ist vielleicht schwer, wenn ihr schüchtern seid, weil meistens ist man, wenn man nicht so selbstbewusst ist, auch schüchterner. Aber wenn ihr nie aus der Komfortzone rausgeht, dann wird es sich halt auch nie ändern. Es ist halt leider, man muss einfach lernen, was man sich lieber einmal blamiert. Oder so, als dass man es nie versucht hat. So, das ist eine Sache, die man sich. Es ist halt wie generell dieses ganze Selbstbewusstseinsding. Es hat alles was mit Antrainieren zu tun. Wie man sich fühlt, gewissen Situationen gegenüber oder sich selbst gegenüber. Und mein letzter Tipp ist eigentlich der wichtigste. Fang an. Fang einfach an. Es gibt einfach nichts, was du sonst machen kannst. Es ist das Schwerste und ich weiß, dass es unfassbar schwer ist, aber wenn du nicht anfängst, daran zu arbeiten, selbstbewusster zu werden, dann wird sich nie was ändern. Dann wirst du für immer sehr schüchtern und nicht wirklich Selbstbewusstsein einfach entwickeln. So. Ihr versteht, was ich meine. Es ist verdammt schwer und ich weiß, dass es verdammt schwer ist, wenn ich selbst durch bin. Aber es ist machbar. Ich kenne so viele Beispiele um mich herum, die damals so schüchtern waren und so aus sich rausgekommen sind, weil sie irgendwas gefunden haben, was sie geliebt haben und die richtigen Leute um sich hatten auf einmal. Also, es hat auch sehr viel mit anderen Einflüssen zu tun, wie Passionen finden, wozu ich ein Video gemacht habe vor kurzem, und einfach die richtigen Leute haben. Es ist ein großes Stück Arbeit, aber ihr könnt es packen. Ich glaube an euch. Wenn euch das Video irgendwie weitergeholfen hat oder wenn es euch auch einfach nur motiviert hat und ihr die ganzen Sachen schon wusstet, wovon ich teilweise ausgehe, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr mittlerweile selbstbewusst seid und es damals nicht wart und was ihr noch irgendwie für Tipps habt, weil mein Haupttipp war definitiv Affirmation. Also ich habe es mir nicht jeden Tag laut gesagt, aber ich habe mir einfach immer wieder, wenn ich schlechte Gedanken hatte, einfach im Kopf gesagt, so ja. Nein, ich mag mich so, wie ich bin. Und I don't care what you think. So, das muss man sich halt immer wieder sagen. Ja, aber macht eure Tipps hier unten reintippen, bitte. Weil ich glaube, jeder kann da ein bisschen was von mitnehmen. Und wenn ihr auch kein Abonnent dieses Channels seid, dann lasst ein Abo da. Da unten ist ein roter Knopf. Also wenn ihr noch nicht abonniert seid, ist da ein roter Knopf. Drückt da bitte drauf, um mich zu unterstützen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, hoffentlich. Weil ich möchte am Ende vom Jahr 500 oder mehr Abonnenten haben und deswegen wäre cool, wenn du da mich dabei unterstützen würdest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Ciao!